Ja, noch einmal ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Wie ich in einzelnen Gesprächen eben schon gesagt habe, es fällt mir ein wenig schwer, heute Morgen den Inspiring Morning zu beginnen angesichts der Meldungen, die uns jetzt gerade aus der Ukraine erreichen. Ich kriege so mit, das löst viele starke Gefühle aus, die so alles im Moment zu überlagern scheinen. Und doch glaube ich, ist es gut, so einen geschützten Raum wie den Inspiring Morning zu haben, wo man Menschen treffen kann, wo man mal ein bisschen darüber reden kann, wo man spürt, dass man nicht alleine ist mit seinen Sorgen und mit all dem, was einem durch Kopf, durch Herz und Bauch geht. Der Inspiring Morning ist von Anfang an immer auch schon ein Ort gewesen, um die Resilienz zu stärken. Anfangs gedacht, auch für die Menschen, die an der großen Transformation in unserer Gesellschaft mitwirken, in unterschiedlichsten Initiativen, mit eigenen Ideen, dass die einen Raum zum Austausch, ein Forum haben. Aber ich glaube, auch in diesem Augenblick ist der Inspiring Morning als ein Resonanzraum für Resilienz ganz gut. Ein Raum, damit wir den Mut nicht verlieren, die Hoffnung nicht verlieren, die Sinnhaftigkeit an dem, was wir tun, Tag für Tag. Und auch, wo wir ein Stück weit Selbstwirksamkeit in unserem Leben erfahren können. Und so hoffe ich dann auch, dass der Inspiring Morning ein kleines Stück hilft, auch diese Krise zu bewältigen. Und vielleicht ist das Thema, das wir heute Morgen ja haben, mit Natur erdet und heilt das Innerste, ein besonderes Geschenk in dieser Situation. Denn ich glaube, Natur hat die Kraft, die Resilienz zu stärken. Ich erfahre das zumindest selber immer wieder, dass wenn ich ziemlich durcheinander bin, wenn ich gerade nicht weiß, mit mir etwas anzufangen, ich gehe raus und schon nach 10 Minuten Laufen in der Natur merke ich, wie sich mein Gleichgewicht wieder einpendelt, wie mich die Natur immer wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Und deswegen bin ich total glücklich, dass wir heute Morgen Mo Hilger hier haben, denn wer könnte schöner von dieser Kraft der Natur und dem, was sie vermag, in uns auszulösen, erzählen. Ich habe dich, Mo, kennengelernt, wahrscheinlich bei einem Inspiring Walk. Das war, glaube ich, das erste Mal, wenn wir sozusagen miteinander auf dem Weg in den Wald gehen und nicht nur durch die Natur gehen, sondern versuchen, auch in der Natur zu sein und ja, in die Resonanz zu gehen. Und später ja, habe ich dich noch weiter kennengelernt bei unseren Online-Circles, als wir uns nicht mehr in Präsenz zum Spazieren oder zum Wandern treffen konnten, sondern wo ihr dann alleine in den Wald gegangen seid und wir uns dann hinterher im Online-Circle darüber ausgetauscht haben und erzählt haben, was uns die Natur geschenkt hat in unseren Gängen. Und ich war immer total fasziniert, wie achtsam du deine Zeit in der Natur verbringst, welche Fülle von Eindrücken du mitgebracht hast. Und erst danach oder dabei habe ich dann auch von der Naturerlebniswerkstatt erfahren, in der du ja tätig bist. Du hast deinen Weg in die Natur eher über Umwege gefunden, von Kindesbeinen verbunden, ganz sicherlich, aber dann bist du erst einmal über den Beruf der Erzieherin gegangen, dann später kam dann noch Abi dazu und ein Studium, was man so gar nicht mit Natur in Verbindung bringt, Kommunikationswissenschaften und Bau- und Kunstgeschichte. Und dann hast du dann doch wieder deinen Weg nach draußen gefunden, über verschiedene Ausbildungen rund um die Natur, kam es dann 2015 zur Gründung der Naturerlebniswerkstatt. Und ich bin total froh, dass du uns heute Morgen davon erzählst, von deinem Weg, von deiner Motivation, aber auch vor allem von der Begeisterung und von deinen inspirierenden Erfahrungen. Und ich glaube, so machst du unserem Inspiring Morning heute Morgen damit alle Ehre. Ja, danke, dass du hier bist. Und jetzt kriegst du mein Mikrofon, das stecken wir mal eben ein, dass man dich auch gut hört. Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich aufgeregt, dass ich hier stehe. Es ist nicht normal für mich, in einem Raum zu stehen
und nicht die Wiese, die Erde oder den Wald unter mir zu spüren. Und ich habe auch lange überlegt, traue ich mich, habe ich diesen Mut, diesen Platz hier einzunehmen, in diesem Raum über meine Arbeit und mein Leben zu sprechen. Und da möchte ich ganz herzlich der Ursula und dem Jürgen danken, die mich immer wieder ermutigt haben, einfach heute vor euch zu sprechen. Ja, auch lieben Dank, Jürgen, für diese gute Ankündigung, die es mir vielleicht das Dasein ein bisschen leichter macht. Und ja, ich möchte zuerst ein bisschen über meine Arbeit berichten und über mein Leben und das, was mein Inneres auch beschäftigt, wie mein Inneres sich auch auf die Arbeit auswirkt. Ja, ich arbeite in Alsdorf in der Naturerlebniswerkstatt, direkt an der Halde Maria Hauptschacht. Und ich habe dort 2015 ein Grundstück von der Stadt Alsdorf zur Verfügung gestellt bekommen mit 1350 Quadratmeter. Und mittlerweile sind es 4000 Quadratmeter, die ich dort nutzen darf. Die Naturerlebniswerkstatt ist entstanden einfach auf einer grünen Wiese und alles, was dort in 7 Jahren sich entwickelt hat, ist wirklich mit viel Ehrenamt, mit viel Herzblut und mit viel Liebe entstanden und ganz viel Fördergeldern aus unterschiedlichen Einrichtungen, Institutionen. Also mittlerweile befindet sich dort ein Bauwagen für Materialien, einen Unterstand, eine Lagerfeuerstelle mit Holzsitzblöcken, eine Komposttoilette, Hochbeete, die als Duftgarten genutzt werden, viele Blühinseln auch in der Mitte und ich glaube mittlerweile 25 Obstbäume, alte Obstsorten, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Quitten, also eine sehr reichhaltige Auswahl und eine Naschhecke für die Kinder und eine wilde Hecke mit Weißdorn, Schlehe, Mispeln, Vogelbeeren, also alles das, was man essen kann. Und dort ist mein Arbeitsplatz und es ist wirklich jeden Tag, wenn ich auf diese Wiese gehe, ich spüre eine ganz, ganz große Dankbarkeit, dass ich da arbeiten darf. Und wenn ich abends nach Hause gehe, bedanke ich mich auch für diesen wunderbaren Ort. Die Naturerlebniswerkstatt ist ein anerkannter außerschulischer Lernort. Und 2020 haben wir die Auszeichnung bekommen der UN-Dekade Biologische Vielfalt im Sonderwettbewerb Soziale Natur, Natur für alle. Und letztes Jahr, trotz dieser Corona-Situation, waren über 1600 Menschen auf dieser Wiese. Und das meiste sind Kinder. Also ich sag mal so 1100 Kinder und 400 Erwachsene. Und genau. Und genau dort auf dieser Wiese, das Foto ist jetzt letzte Woche entstanden, ist es so, dass ich, also wir können gar nicht reingehen, wir sind nur draußen. Das heißt, wir sind bei Wind und Wetter sind wir draußen. Und die Kinder oder ich, wir müssen halt passend angezogen sein. Und für die Eltern ist das oft so, die können sich das gar nicht vorstellen. Es regnet, man ist 3 Stunden draußen oder es hat 0 Grad, man ist 3 Stunden draußen. Ja? Aber mit der richtigen Kleidung funktioniert das. Und die Natur, die ist für mich selber eine sehr wichtige Lebensbegleiterin geworden. Draußen in der Natur, da geht es mir gut. Dort fühle ich mich frei von allen Sorgen, unbeschwert. Und finde nach einiger Zeit wieder zu mir zurück. Durch das bewusste Draußensein, das langsame Gehen, das Sitzen, das Hören, das Sehen, das Fühlen, das Riechen an der Erde, an den Pflanzen, das Fühlen am Moos, das Hören vom Wind, der Vogelstimmen und dem Blätterrauschen, das Schmecken von den Wildkräutern, das ist das, was mich immer wieder mit der Natur aufs Neue verbindet. Ich selber, ich fühle mich als Teil der Natur. Und in schweren Lebenskrisen, in schweren Lebenssituationen hat mich die Natur immer wieder gerettet. Und als ich diesen Vortrag ausgearbeitet habe, war mir bewusst, wenn die Natur nicht gewesen wäre, würde ich hier heute nicht stehen. Und diese Erfahrungen, die ich
mit der Natur oder in der Natur gemacht habe, habe ich lange nicht in meine Arbeit einfließen lassen, weil ich den Mut nicht dazu hatte. Und das war auch für mich ein großer Mut, hier heute hinzugehen und über mein Innerstes zu erzählen. Und obwohl ich schon früh bemerkt habe in meiner Arbeit, die Natur, die macht auch was mit den Kindern. Ja? Also die Natur bewegt auch was bei den Kindern. Und es hat lange gedauert, bis ich das wirklich gefasst habe. Und als ich vor 7 Jahren mit den ersten Umweltbildungsveranstaltungen angefangen habe, ich habe die ganzen Bildungsprogramme selber geschrieben, da war es immer so, okay, du hast da dein Schema, du hast deinen Ablauf und da musst du dich dran halten. Das war das, was mir Sicherheit gegeben hat. Ja? So. Und davon abzuweichen war unheimlich schwierig und vor allen Dingen auch dann noch in diesem, ja, in diesem Zwang, den man da vielleicht auch hatte, okay, du hast ja als erstes das überlegt, als zweites das und als drittes das und so darf das jetzt auch so sein oder so soll das sein, war es schwierig, auch die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen. Was brauchen die jetzt wirklich? Aber trotzdem habe ich gespürt, dass die Kinder oft wie so ein Sack Flöhe kamen. Ja? Eine Kindergartengruppe, sehr aufgeregt und nach 3-4 Stunden in der Natur, die waren total geerdet, sie waren ruhig und es ist was passiert, aber ich konnte nicht fassen, was passiert ist. Ja? Und dann kamen dann schon mal Anrufen von Kindergartenleitern und sagten, hör mal Mo, das war so toll und wir wollen wiederkommen. Und die Kinder waren wie ausgewechselt. Und es gab ein Schlüsselerlebnis für mich und zwar war das im Sommer 2015. Da kam eine Außenwohngruppe von einem Kinderheim zu mir in die Naturerlebniswerkstatt. 8 Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren, Jungen und Mädchen gemischt. Und das ist eine große Herausforderung, diese Alterskonstellation unter einen Hut zu bringen, für die 6-Jährigen etwas zu machen, was trotzdem auch den 18-Jährigen oder 11, 12, 13, 14-Jährigen gefällt, aber auch was für die Größeren zu machen, was die Kleineren nicht überfordert. Und ich habe mir im Vorfeld viele, viele Gedanken gemacht und war auch sehr aufgeregt an dem Tag, als ich zur Arbeit gegangen bin. Und mit dem Sozialarbeiter der Kinder habe ich im Vorfeld lange telefoniert, weil die Kinder kommen alle mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer Lebenserfahrung. Und die Kinder, die in einem Kinderheim leben, die haben sehr negative Lebenserfahrungen gehabt. Und der Sozialarbeiter erzählte mir am Telefon, wie sich die Erfahrung des Lebens auf das Verhalten der Kinder ausgewirkt hat. Kinder laufen weg, boykottieren etwas, verweigern etwas. Also das war die Information, die ich hatte. Und das war aber für mich wichtig, diese Information zu haben, weil ich wusste, wenn so etwas passiert, liegt es nicht an mir oder es liegt nicht an der Arbeit, sondern es ist das Verhalten der Kinder, was sie sich angeeignet haben. Und die Kinder kamen und ich bin zu dem Türchen der Naturerlebniswerkstatt gegangen und habe jedes Kind einzeln begrüßt. Und dann war schon mal der erste Kontakt da, Namen genannt. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, die Verbindung ist da. Plötzlich war was da. Und ich habe auch gespürt, wie aufgeregt diese Kinder waren. Und dann haben wir uns auf die Holzsitzblöcke gesetzt. Und ich habe alle nochmal begrüßt und habe gesagt, so, ich spüre, dass ihr aufgeregt seid. Ja, total. Und sage ich, ja. Und so wie es euch geht, geht es mir auch. Ich bin genauso aufgeregt wie ihr. Uns geht es alle gleich. Ja? Und dann war, wie, du bist auch aufgeregt? Ja, ja, sage ich, mir, ich weiß auch nicht, was heute passiert. Und ich habe mir ganz viel Gedanken gemacht, weil ihr seid 6 Jahre, 11, 13, 14, 18, ja, das ist für mich auch ganz, ganz spannend. Und in dem Moment waren wir ein Team, wir waren eine Einheit, ja. Und wir haben sehr viel, ich arbeite in der Naturerlebniswerkstatt bewusst ganz viel mit den Sinnen, weil die Sinne heutzutage bei den Kindern nicht mehr viel genutzt werden. Was genutzt wird, ist der Sehsinn. Durch das Homeschooling auch, mit den Handys, Playstation, das ist das, was die Kinder nutzen. Aber schalten Sie mal den Sehsinn aus, dann merken Sie, dass es noch ganz andere Sinne gibt, die man nutzen darf und kann. Ja? Das ist immer unheimlich spannend. Und
Die Kinder, die waren 3 bis 4 Stunden bei mir. Und der Sozialarbeiter kam zwischendurch zu mir und sagte, Mo, was passiert hier gerade? Ich kenne die Kinder nicht so. Ich habe sie noch nie so entspannt, so freudig. Wir haben ganz viel gelacht. Und es ist nichts passiert von dem, was ich vorher am Telefon gehört habe. Und mich hat das total erfüllt. Also das war für mich ein ganz, ganz großes Geschenk der Kinder an mich. Und ich glaube, die Kinder haben aber auch die Zeit in der Natur als Geschenk gesehen. Und ein halbes Jahr später war ich eingeladen in dieser Außenwohngruppe. Den Kindern war es wichtig, mir zu zeigen, wo sie leben, wie sie leben. Und sie haben eingekauft, Dominosteine, Spekulatius, Tee gekocht. Und ja, wir saßen 2, 2,5 Stunden in der Küche, haben geredet und die Kinder haben mir wirklich bis aufs Detail genau erzählt, was sie ein halbes Jahr vorher mit mir in der Natur gemacht haben. Und ich stand da, ich war so berührt, ja. Und dann kam eine Sozialpädagogin, die nicht mit in der Naturerlebniswerkstatt war und sagte, ja, wenn die mal so in der Schule lernen würden, das wäre total super. Also es ist sehr, sehr bewegend. Ich könnte euch, ich weiß nicht, ich glaube, eine Woche Geschichten erzählen, aber das ist wirklich dieses Schlüsselerlebnis gewesen für mich, wo ich gedacht habe, okay, die Natur erdet und die heilt das Innerste und nicht nur von mir, sondern auch von den Kindern. Und ich habe auch den Kindern gesagt, die wohnen in der Nähe vom Wald, die Außenwohngruppe ist in der Nähe vom Wald, geht hinaus in die Natur, spürt, hört, fühlt, riecht und schmeckt und nehmt euch Zeit, wirklich rauszugehen. Und mittlerweile ist es so, dass ich wirklich die Kinder immer am Türchen begrüße, einzeln begrüße, um diesen ersten Kontakt da herzustellen. Ganz oft ist es, wenn die Kinder den Wiesenweg schon langlaufen, kriege ich ein Gespür für die Gruppe. Ich erkenne da schon, welches Kind wäre gut mit in die Verantwortung zu ziehen. Also das ist mittlerweile dieses, ich verlasse mich da so auf mein Gefühl, dass ich die Materialien dabei habe, aber ich habe in dem Moment eine Idee von dem Ablauf, wo ich die Kinder sehe. Und es ist jedes Mal, wenn eine Gruppe kommt, es ist ja für mich auch ein ganz großes Überraschungsei, ne? So. Und genau. Und ich habe eben schon gesagt, dieses bewusste Erleben mit den Sinnen, aber auch wichtig ist, gerade jetzt in der Situation als Team. Wir sind ein Team. Bei mir geht es nicht darum, wer ist schneller, wer ist besser, wer weiß mehr. Nein, das spielt gar keine Rolle. Wir sind ein Team und wir lösen auch Aufgaben als Team. Und das ist das, was den Kindern im Moment unheimlich viel Freude macht. Wenn ich nachher frage, was war gut für euch? Wir waren ein Team, wir waren ein richtiges Team. Das kennen die nicht mehr. Ja? Und auch dieses Wegsein von den Medien, ja? So, ich habe noch nie in den 7 Jahren das Problem gehabt, dass ein Kind ein Handy aus seinem Rucksack gezückt hat. Und das finde ich super, weil die Medien bestimmen das Leben im Moment. Genau, und wie Jürgen auch eben schon ein bisschen über meinen Lebensweg gesagt hat, ich bin ja keine Biologin, ne? Ich bin die Frau, die mit dem Herz und mit der Freude draußen ist. Und für mich ist das nicht wichtig, dass die Kinder eine Spinne genau bestimmen können oder ein Käfer. Dafür gibt es Bücher. Ja? Für mich ist es wichtig, ein Samenkorn bei den Kindern zu pflanzen, dass sie Freude an der Natur haben, dass sie die Natur kennenlernen, dass sie Ängste abbauen. Nämlich erst, wenn die Kinder die Freude haben und die Natur kennenlernen und schätzen lernen, dann lernen sie diese auch zu schützen oder dann schützen sie diese auch freiwillig. Weil die Natur, die kann ohne uns leben. Wunderbar, die braucht uns Menschen nicht. Aber wir Menschen, wir können nicht ohne die Natur leben. Und deswegen kommt es auch schon mal vor, wenn die Kinder an der Pfefferminze riechen, dass sie sagen, Mo, das ist Kaugummikraut. Ja, super, dann ist es das Kaugummikraut an dem Tag. Aber sie haben den Namen Pfefferminze einfach schon mal gehört. Was ich auch bei den Veranstaltungen mit Erwachsenen mitbekomme, ist auch, dass sie auch oft Angst vor der Natur haben, genau wie die Kinder, vor Spinnen, vor Insekten. Dann sind die hohen Gräser an den Beinen, das kribbelt. Oder dann Erde wird ganz oft Dreck. Ich mache mich dreckig, es ist Dreck, aber es ist kein Dreck, es ist Erde. Ohne die Erde haben wir keine Nahrung. Ja? So. Und diese Dinge einmal mit Liebe und
einfach Zuneigung mitzuteilen, das bewirkt so viel, ja. Und das nehmen die Kinder auch mit, das nehmen die Erwachsenen auch mit. Und ich versuche wirklich, die Kinder und die Menschen, die zu mir kommen, da abzuholen, wo sie gerade sind. Und ich nehme sie auch mit den Ängsten ernst. Und das ist, ja, ich merke auch so, die Wiese ist halt relativ uneben bei mir. Und auch was so die Motorik betrifft, ne? Da laufen die Kinder 5 Meter die Wiese hoch und 3 Kinder liegen oft auf der Wiese, weil sie es nicht gewohnt sind, auf unebenem Boden zu laufen. Ja? Und ich habe viele Kindergärten, die kommen, die sagen, ja, hier wird erstmal deutlich, woran noch gearbeitet werden darf. So, und wenn wir mit den Kindern gemeinsam in den Wald gehen, in die Natur gehen, haben sie die Möglichkeit, zuerst sich einen Naturnamen, einen Naturentdecker, einen Naturforscherinnennamen zu überlegen. Das ist Katharina Kleeblatt-Kellerassel. Ja, das Kind kenne ich seit 7 Jahren, es kommt seit 7 Jahren in die Naturerlebniswerkstatt. Ich bin Mo Marienkäfer, es gibt eine Amalia Ameise, ein Jonas Johannisbeere. Also wie ihr merkt, die Kinder überlegen sich Namen, die mit der Natur zu tun haben und oft auch Dinge, die sie besonders wertschätzen in der Natur. Und mit diesen Namen ist aber schon mal eine ganz klare Verbindung zur Natur hergestellt. Ja? Und wenn wir in den Wald gehen, dann ist es so, dass die Kinder sich, die bilden ein Waldtor. Ja? Die stehen gegenüber und ein Kind stellt sich davor, sagt den Namen, ich bin Katharina oder Kathi Kleeblatt. Und Kathi Kleeblatt geht durch das Tor durch und die Kinder sagen, hallo Kathi Kleeblatt, herzlich willkommen im Wald. Ja? Und so ist dann natürlich, dann taucht Kathi als Kleeblatt in den Wald hinein und die Verbindung ist einfach nochmal viel mehr gegeben. Und dann stellen wir uns am Anfang in den Wald, in einen Kreis, geben uns die Hände und schließen die Augen. Und spüren erstmal unter unseren Füßen. Spüren wir die Erde, spüren wir die Wurzeln, die in der Erde sind, schließen die Augen. Und in dem Moment, wo wir die Augen schließen, spüre ich immer ein wahnsinniges Kribbeln, was durch die Hände läuft, durch mich hindurchläuft. Und eine ganz große Dankbarkeit, mit den Kindern dort sein zu dürfen. Und die Kinder sind ruhig, haben die Augen geschlossen und hören. Sie hören, was möchte die Natur uns sagen. Der Wald sagt Hallo. Der Wald freut sich, dass wir wieder da sind. Der Wald begrüßt uns und wünscht uns viel Spaß. Der Wald hat uns schon vermisst. Das sind Äußerungen, die Kinder nennen oder sagen. Und so gehen die Kinder, so gehen die Kinder auch schon viel bewusster mit offenen Augen, mit offenen Ohren, aber auch mit Respekt und Wertschätzung und Achtsamkeit in den Wald. Die Kinder nehmen mittlerweile ganz, ganz viel Details wahr. Wir haben wunderbare Standlupen und alles wird unter diese Lupen gehalten. Moose, das ist eine Unterseite von einem Baumpilz. Und es sind jedes Mal wie Explosionen in den Augen, wenn die, boah, super, oder einfach Myzele, Pilze auf den Blättern, das wirklich da eine Lupe draufsetzen. Das ist besser als Fernsehen, ja. Das ist einfach wunderbar. Ne? So, verlassen wir den Wald. So stellen wir uns wieder in den Kreis, halten uns an den Händen und hören nochmal. Fühlen nochmal, geht es uns jetzt anders? Und die Kinder überlegen sich, hören wir was der Wald uns sagen möchte oder möchten wir vielleicht dem Wald etwas sagen? Der Wald hat uns gerade zugewunken. Mo, als du gesprochen hast, war der starke Wind da. Der Wald bedankt sich, dass wir hier gewesen sind. Danke, Wald, dass wir in diesem Jahr so viel von dir lernen durften. Das letzte war eine Äußerung von einem 8-jährigen Mädchen. Und als das Mädchen das gesagt hat, mir liefen wirklich die Tränen, weil mich das so bewegt hat, dass das Mädchen erfasst hat, was jedes Mal, wenn wir im Wald sind, passiert und wie viel sie auch mitnehmen darf.
heute habe ich den Mut, die Verbindung, die ich selber zur Natur habe, mit in meine Arbeit einfließen zu lassen. Meine Arbeit darf die Menschen, die Kinder auch mit der Natur verbinden oder die Möglichkeit geben, eine Verbindung zur Natur herzustellen. Und dadurch lernen die Kinder, dass sie selber ein Teil der Natur sind und dass es wertvoll ist, diesen Ort auch zu schützen. Und der Natur dürfen sie ihre Ängste erzählen, ihre Sorgen. Alles da lassen, was sie vielleicht beschäftigt oder sie auf dem Herzen haben. Und die Natur, die schätzt aber auch das Dasein der Kinder und der Menschen. Und was mich an der Natur immer wieder fasziniert, ist die Vielfalt. Ich bin viel draußen und entdecke jeden Tag wieder aufs Neue Dinge, die ich vorher vielleicht noch nicht so wahrgenommen habe. Aber wie bin ich dahin gekommen? Wie bin ich überhaupt zur Natur gekommen? Wie Jürgen eben schon angedeutet hat, ich habe noch zwei Geschwister und meine Eltern, die waren auch eigentlich mit uns immer draußen oder wir Kinder waren draußen, als Kind im Wald, auf den Kuhwiesen, am Wochenende in der Eifel. Dann in den Ferien waren wir in den Bergen unterwegs. Also eigentlich waren wir immer nur draußen. Also ihr dürft euch jetzt vorstellen, wie ich als Fünfjährige mit aufgeschlagenen Beinen, blonden Haaren am Wiesenrand sitze und ganz viele Glockenblümchen auf der Hand habe. Ja? Also so fing alles an. Ja? Und die Natur, also die hat bei uns als Kinder schon eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Ja? Und als ich in die Pubertät kam, hat die Natur natürlich keine Rolle mehr gespielt. Da waren andere Sachen sehr wichtig. Und dann hatte ich so mit Anfang, Mitte 20 bis Ende 20 habe ich mich in einer Lebenskrise befunden und habe gemerkt, die Natur spielt wieder eine viel größere Rolle. Und dort habe ich aber die Natur eigentlich gebraucht, um zu joggen, Rad zu fahren, zu klettern, zu wandern. Also das war der Ort meiner Sporterlebnisse, also nicht dieses bewusste Wahrnehmen von dem, was wirklich in der Natur ist. Ja, so. Und nach der Ausbildung als Erzieherin, als ich dann auch in meiner Berufstätigkeit war, in den Horten, also alles mit Schulkindern gearbeitet habe, als dann diese Lebenskrise auch war, habe ich dann diesen Beruf aufgehört und habe dann, wie Jürgen schon gesagt, mein Abitur gemacht und Kommunikationswissenschaften, Baugeschichte und Kunstgeschichte studiert, also fernab von Natur, von Kindern, von Menschen, weil ich gemerkt habe, die Zeit, die ich jetzt oder dieses Studium, die Schule, das ist das, was ich mir jetzt selber schenke, so nur was für mich zu tun. Und die Geburt meines Sohnes und auch der frühe Tod meines Vaters, die haben das aber auch nochmal alles verändert. Also ich habe dann vor dem Abschluss des Studiums, habe ich das Studium abgebrochen und gemerkt, nee, das kann nicht alles sein, ja. Und es zog mich wieder in die Natur. Und ich war so unruhig jedes Mal, wenn mein Kind aus dem Kindergarten kam, aus der Schule, komm, beeil dich, zieh dich an, wir müssen raus. Ja, also ich war... Das war wie eine Sucht, raus in die Natur zu gehen. Und mein Kind ist genauso. Ja. Der ist auch draußen, geht es dem einfach gut. Ja. Also da hat irgendwas abgefärbt. Aber es war immer dieser Drang, wirklich rauszugehen und draußen zu sein. Und als ich dann, und dann wollte ich halt die Interessen, oder mein eigenes Interesse, was ich an der Natur hatte, wollte ich vertiefen. Aber nur für mich. Ich wollte mein Wissen gar nicht weitergeben. Ich wollte für mich etwas tun, um vielleicht auch mal eine Pflanze bestimmen zu können oder mal einen Käfer bestimmen zu können. Und habe dann 2009 beim Haus Ternell einen kleinen Naturführerkurs gemacht. Und dann war es um mich geschehen. Ich war so angefixt, ja, wo ich gedacht habe, okay, die Tierspur, der Pilz, die Pflanze, der Baum, dann im Gewässer, wer lebt da? Und dann war es war wirklich um mich geschehen. Ja? Also das war so eine große Freude, noch mal tiefer in die Natur einzutauchen,
dass ich 2012 dann die Ausbildung zur Kräuterpädagogin gemacht habe. Dann kam noch die Ausbildung zur Heilpflanzenpädagogin, Pilzcoach. Also wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, aber ich habe es erstmal nur für mich gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt hast du so viel Geld investiert in diese ganzen Weiterbildungen. Es wäre ja schon auch cool, wenn du jetzt es schaffen würdest, dein Hobby zum Beruf zu machen. Und durch das Kennenlernen von wunderbaren Menschen vom BUND Aachen-Land und von der Bundjugend NRW war es mir möglich, diesen Traum, diesen Wunsch wirklich zu erfüllen, sodass ich halt dann dieses Gelände von der Stadt Alsdorf zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und durch diese Erfahrungen, auch durch meine Lebenskrisen, habe ich dieses Loslassen auch gelernt. Und das Spüren nach den Bedürfnissen der Kinder. Und meine jetzige Krise, das war so, dass das nochmal so diesen, wie soll ich sagen, so diesen letzten Schub gegeben hat, weil so mir immer, auch Jürgen meinte mit dem Inspiring Walk, also ich bin in den letzten 2 Jahren nochmal viel intensiver in die Natur eingetaucht, also für mich selber auch, und dass ich halt durch diese Lebenskrise diese Verbindung nochmal viel, viel tiefer spüre auch. Ich durch Erdung, Verwurzelung und auch Verbindung mit den Naturwesen, da gibt es ganz viele da draußen, habe ich es geschafft, meine tiefsten inneren Schmerzen manchmal zu vergessen, wieder inneren Halt zu bekommen und auch diese schmerzende Lebenssituation auszuhalten. In dieser Lebenssituation zu verharren, aber auch immer das tiefe Vertrauen gehabt, es geht weiter. Und wenn du weitergehst, wirst du irgendwann mit großer Dankbarkeit zurückblicken. Und das ist die Situation, als ich das geschrieben habe, da war mir klar, wenn die Natur nicht gewesen wäre, würde ich heute hier nicht stehen. Und mit dieser engen Verbundenheit, die auch in dieser Krise zur Natur gewachsen ist, da hat sich halt die Arbeit mit den Kindern halt auch verändert. Und im Herbst haben wir sehr viele Hexenringe im Wald gefunden. Das sind Pilze, die stehen in einem Kreis. Man sagt Hexenring oder Elfenring. Und man sagt auch immer so, wenn man sich in so einen Ring stellt, darf man sich was wünschen. Und da war ich mit 12 Kindern im Wald und wir haben einen wunderbaren Hexenring gefunden. Und dann habe ich ihnen erzählt, so, wer will, darf sich reinstellen, darf sich was wünschen, aber nicht den Wunsch weitersagen. Und alle Kinder haben sich reingestellt, nacheinander. Es war mucksmäuschenstill und jedes Kind stand ganz ruhig im Ring, hatte die Augen geschlossen und alle anderen haben gewartet. Und kein Kind hat mir den Wunsch verraten und ich glaube, den hat es wirklich unter den Nägeln gebrannt. Ja? Und als wir Waldweihnachten gefeiert haben im Dezember, kam ein 9-jähriges Mädchen zu mir und sagte, Mo, weißt du noch, als wir im September in dem Hexenring standen, da habe ich mir was gewünscht und das durfte ich dir nicht sagen. Aber ich möchte es dir jetzt sagen, weil unser Huhn war krank, es hatte einen Wasserbauch und das ist jetzt gestorben, deswegen darf ich dir das ja sagen. Und als das Huhn gestorben ist, lief ihm das ganze Wasser aus dem Mund und ich habe mir gewünscht, dass das Huhn überlebt. Und mich hat das so berührt, dass das Kind das Huhn gewünscht hat und nicht für sich selber. Und dann merke ich immer wieder, ja, es kommt an. Ja, die Art und Weise, so zu arbeiten, das kommt bei den Kindern an und hinterlässt auch tiefe Spuren, aber positive Spuren und auch den Mut, daraus was zu machen. Die Natur, die fasziniert mich, weil ich so sein darf, wie ich wirklich bin. Ich darf mich der Natur öffnen mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten, mit meinen Fragen. Ich gehe mit den Fragen in die Natur und bekomme ganz oft Antworten. Aber ich darf auch mit meiner Dankbarkeit in die Natur gehen und mit Freude.
Ich bin dort, wie ich wirklich bin. Ich kann mich so der Natur geben, zeigen, wie ich wirklich im tiefsten Innern bin. Und die Natur nimmt mich so an und hört mich, wie ich bin. Die Natur ist vielseitig. Schaut man genau hin, sieht man wunderbare Details. Hier sieht man auch noch mal einen kleinen Pilz im Moos. Die Kreisläufe, die es in der Natur gibt. Die Sonne geht auf, die Sonne geht wieder unter. Selbstverständlich. Es passiert jeden Tag aufs Neue, ohne unser Zutun. Das Meer bewegt sich jeden Moment, ohne unser Zutun. Und es passiert einfach. Und das voller Vertrauen. Öffne ich mich der Natur, finde ich Halt. Sogar auf meinen Wanderungen, im Urlaub, in den Bergen, da finde ich auch den Halt. Inneren Frieden und große, große Dankbarkeit. Gehe ich entspannt, mit offenen Augen und geöffnetem Herz durch die Natur, erhalte ich Antworten auf meine Lebensfragen und das verlorene Vertrauen zurück. Die Natur öffnet in mir den Zugang zu mir selber und das Vertrauen in das Leben. Die Natur ist immer da, zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit, immer. Sie ist immer da, kann nachts rausgehen, tags rausgehen, ist immer da. In der Natur fühle ich mich nicht alleine. Ich fühle mich dort geborgen, bei den Tieren, den Pflanzen, den Pilzen, den Naturwesen. Und die geben mir auch das tiefe Gefühl der Geborgenheit. Vertrauen in der Natur geht das Leben weiter. Wenn ihr genau hinguckt, ist links ein Herz, wo die Sonne durchscheint. Könnt ihr das sehen? Die Kreisläufe hängen zusammen in der Natur. Ein wunderbar funktionierendes System. Ohne das Eingreifen der Menschen funktioniert es. Und es ist wunderbar. Und an dem Tag war ich am Meer. Und mir ging es echt schlecht. Das Meer, das tobte und brauste auf. Und ich war mit einer ganz großen Lebensfrage am Meer unterwegs, barfuß. Und ich gehe um eine Ecke und sehe, wie die Sonne als Herz durch diese Wolken scheint. Und da hatte ich die Antwort auf meine Frage. Und ich glaube, du hattest es, glaube ich, schon mal gesehen. Und das war für mich so, ja, da ist doch die Antwort von dieser Frage. Und auch ich möchte euch ermutigen, rauszugehen, bewusst rauszugehen, zu spüren, zu hören, zu riechen, zu schmecken und mit wahren oder mit offenen Augen rauszugehen und euch einfach die Zeit zu nehmen für die unendliche Schönheit der Natur. Und es ist Winter, es ist draußen. Wir denken immer, im Winter ist es trist, aber wenn man ganz bewusst rausgeht, die Farben explodieren, das Rot an den Brombeerblättern gemischt mit einem Grün, wenn man im Fenn unterwegs ist, diese ganzen verschiedenen Rot- und Brauntöne, ja, also es ist wunderbar, einfach auch bei einem grauen Wetter draußen zu sein. Spürt und entdeckt, was die Natur euch sagen möchte. Und ich habe jetzt jedem von euch einen Naturgegenstand auf euren, oder ihr habt euch vielleicht auch den Platz ausgesucht nach dem Naturgegenstand, der euch vielleicht anspricht. Und ich bitte euch zum Abschluss, den Naturgegenstand einmal in die Hand zu nehmen und mal die Augen zu schließen. Schließt einfach mal die Augen und spürt, wie fühlt sich euer Gegenstand an? Ist er weich? Ist er hart? Ist er vielleicht eckig? Hat er Rundungen? Ist er kalt oder warm? Vielleicht verändert sich auch gerade was in eurem Innersten.
Und dieses Gefühl, was ihr jetzt habt, dürft ihr mit in den Tag nehmen, in das Wochenende nehmen. Und euren Gegenstand dürft ihr mit nach Hause nehmen und an den Morgen denken und denken, okay, da war was, ich glaube, ich gehe mal raus in die Natur. Das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuhören. Ja, danke schön, liebe Monika. Ja, wir machen Chaka! Oh ja, warte mal. Das in dir bewegt oder dass du gerade auch an so einer Lebenssituation bist, wo du dich vielleicht entscheiden darfst und dass dich das vielleicht auch jetzt nochmal, ja, vielleicht noch so einen Anstoß gegeben hast, doch mehr rauszugehen. Oder du hast eben so gesagt, ja, eigentlich bin ich viel draußen, aber ja auch nur zum Sport, ne? So, also, dass man sich auch in dem, was ich vielleicht so erzählt habe, sich dann auch so wiederfindet. Und das hat mich jetzt einfach so berührt, dass euch das berührt hat. Und vielen Dank, dass ihr mir diese Rückmeldung auch gegeben habt. Dann bräuchte ich das Internet. Genau. Dankeschön. Ja, einfach von mir noch ein paar Gedanken zum Schluss. Wir haben es, glaube ich, gerade bei dir gehört, aber auch in den Rückmeldungen ist es immer wieder angesprochen worden, dass der Kontakt zur Natur wirklich heilt. Also die Natur hat wirklich heilmachende Kräfte. Und ich glaube, das ist deswegen auch so, weil die Natur der Ort des Heiligen ist. Dass wir den oder die Heilige in der Natur treffen können, wie wir sie auch in uns treffen können. Aber manchmal müssen wir halt den Weg über die Natur gehen, um zu dem zu finden, wo es in uns ist. Als Christen glauben wir ja, dass Gottes erste Inkarnation die Schöpfung war, also die Fleischwerdung, eben nicht nur Fleisch im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben wo Gott Materie, sich der Geist mit der Materie verbunden hat und dass eben die erste Inkarnation oder die erste Materiewerdung Gottes die Schöpfung ist, das, was er geschaffen hat, dass er sich dort mit all seiner Liebe und mit all seiner Barmherzigkeit dort hineingegeben hat. Und darum können wir mit, wie die Mystiker so schön sagen, alles ist eins und eins ist alles. Und das konnte man eben auch nochmal, also hatte ich nochmal gedacht, als ich eben mein kleines Teil aus der Natur in der Hand hatte, dass dieses Eins auch alles ist und alles in dem einen. Ja, und die Natur führt uns zu uns, auch das ist jetzt hier mehrfach bestätigt worden, das hast du auch, glaube ich, sehr schön und eindrücklich nochmal auch aus den Beispielgeschichten mit den Kindern gezeigt. Und wenn die Natur uns zu uns führt, in unser Innerstes führt, dann führt sie uns auch zu Gott. Dann entdecken wir auch Gott am Grunde unserer Seele. Und dieses Geh raus ist dann immer auch ein Aufruf, geh in dich. Ist auch immer eine innere Umkehr, vielleicht auch ein Perspektivwechsel, ein Paradigmenwechsel, das Außen nochmal anders wahrzunehmen, die Verbindung wahrzunehmen, die Einheit wahrzunehmen. Und es ist immer auch so etwas wie, wenn ich mich dort hineinbegebe, ne, wir machen das bewusst bei Schwellengängen, aber es ist immer eine Schwelle dabei zu übertreten und mich dem zu öffnen. Und das kann auch erstmal ein bisschen Angst machen, eine Schwellenangst. Aber ist die erst einmal überwunden, dann stellt sich, so habe ich es zumindest erfahren, eine ganz große Leichtigkeit und Freude ein. Und ein ganz großes Glück und ganz tiefe Dankbarkeit bis zu den kleinsten Dingen, die wir entdecken. Das ist eben so schön, dass uns da eingeführt. Und deswegen ganz herzlichen Dank an dich, dass du uns Augen und Ohren geöffnet hast dafür, aber auch unsere Herzen getroffen hast. Das wurde hier in der Runde eben deutlich. Dankeschön und euch noch einen wunderschönen Morgen. Nehmt euch noch einen Kaffee, noch ein Gebäck, habt noch ein bisschen gute Zeit miteinander und dann gute Tage.